Zahnpasta-Tube. Einfach nichts mehr raus, obwohl noch was drin ist. Man kommt eben nicht ran. Tja, und so verliert man bares Geld. Ich zeig's Ihnen. Schauen Sie. Markt hat verschiedene Verpackungen durchleuchtet und das Ergebnis Prominenten gezeigt. Hier hilft kein Quetschen. An den Rest kommt man einfach nicht ran. Früher hatte man ja so Tuben, das war ja so Aluminium oder was war, die konnte man schön aufrollen. Dann kriegte man alles raus. Bei dem Kunststoff? Bei dem Kunststoff? Geht nicht. Nee, ist nichts. Ein Ausflug in die Radiologie beweist, leer ist nicht wirklich leer. Diese arme Tube, die müssen in die Röntgen, die müssen in die Computertomography. Haben die Bandscheibenprobleme? Diese arme kleine Tübchen. Nein, kein Bandscheibenvorfall, aber ziemlich viele Reste. Eine Flasche mit Pumpsystem wird durchleuchtet. Der große weiße Fleck am Boden der Verpackung ist die Restmenge. Bei der Gesichtscreme bleiben fast überall in der Tube Reste zurück, die sich nicht rausquetschen lassen wollen. Wir nehmen die Schere, schneiden die Tube auf, Finger und dann kannst du, also richtig, wir verschenken nichts. Genau. Wir haben auch nichts zu verschenken als Rentner. Nee, ist nichts. Aber macht sich das Aufschneiden bezahlt? Welchen Wert haben die Reste? Wir machen die Rechnung. Bei diesem Deo-Stift bleiben 20,4% in der Verpackung. Das Produkt kostet 1,65 Euro. Wir schmeißen also 34 Cent in den Müll jedes Mal. Das ist schon heftig, nicht? Also es ärgert mich konstant. Jetzt mal, wenn ich einkaufen gehe, schneide ich schon beim Kauf die Tube auf. Um zu gucken, ob das alles drin ist und so. Ich kaufe ja gar kein Deo, da spare ich von vornherein. Das stimmt, du Stinkerle. Bei dieser Handcreme wird der Wegwerfrest richtig teuer. 8,5% kleben in der Tube fest. Ich habe keine Ahnung, was das kostet, muss ich ehrlich sagen. Aber 8,5% ist unglaublich viel. Die Creme hat 80 Euro gekostet. Stolze 6,83 Euro werden einfach weggeschmissen. Was hier drin ist, kostet nicht nur keine 80 Euro, sondern wahrscheinlich nicht mal die Hälfte oder noch viel, viel weniger davon. Also insofern werfen wir eigentlich schon weg, indem wir kaufen. Also da kommt man eigentlich gar nicht gegen an. Dass technisch auch andere Lösungen möglich sind, beweist diese Zahnpasta. Es bleiben gerade mal 0,2% zurück. Wenn man immer so ein Röntgengerät mitliefert, das wäre schon gut, gell? Da kann man gucken. Das wäre praktisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, und so eine kleine Schere dazu, dass man das aufschneiden kann. Das kann man unten an die Tube so dran machen, dieses Gerät. Dass man das immer durchleuchten kann. Genau. Und wenn da was drin ist, dann heißt es nochmal drücken. Statt Röntgengerät tut's fürs Erste vielleicht auch so ein Tubenausdrücker. Ja, manchmal hilft es auch, eine Flasche einfach auf den Kopf zu stellen, um an den Rest zu kommen. So wie bei diesem Ketchup hier zum Beispiel. Wenn man aber nicht aufpasst, zahlt man trotzdem schnell drauf. Selbst wenn man den letzten Tropfen rausbringen würde, denn was nutzt das, wenn einfach weniger drin ist? Und das Schlimme ist, manchmal merken wir es gar nicht. Eine typische Mogelpackung eben. Schauen Sie selbst, was für einen Käse die Lebensmittelhersteller uns da andrehen. Damen und Herren, wir stellen vor die neuesten Mogelpackungen. Heute der Original-Leerdammer. Der Käse in der alten Verpackung befindet sich hier. In der neuen Verpackung dort. Beide, alt und neu, haben denselben Preis. Und bei beiden sind 8 Scheiben drin. Die alte Packung übersetzt das Wort Scheiben freundlicherweise auch für unsere ausländischen Käsefreunde. Die neue Packung gibt einfach das Gewicht an. Soweit der offensichtliche Unterschied auf der Vorderseite. Was aber wäre ein Zaubertheater ohne einen kleinen Trick? Nicht wahr? Auf der Rückseite wird er offenbar. Die neue Packung hat ein Gewicht verloren. Obwohl, wir erinnern uns, in beiden 8 Scheiben drin sind. Wie haben die das gemacht? Haben die etwa die Löcher vergrößert? Unwahrscheinlich. In diesem Fall hat der alte sogar mehr Löcher als der neue und die Scheiben sind auch nicht kleiner geworden. Erst wenn wir die 8 Scheiben jeweils aufeinander stapeln, wird der Trick offensichtlich. Die neuen Käsescheiben sind dünner. Eine versteckte Preiserhöhung von 25%. Unsere nächsten Künstler zeigen deutlich, was in ihnen steckt. 18 Kaffeekrämer-Pads in der alten Tüte, in der neuen 16. Ab sofort also 2 weniger.
Aber dafür kostet die neue Tüte auch weniger. Also ein fairer Handel, oder? Rechnen wir schnell nach. Ein einzelner Kaffeepad kostet 1,79 durch 18, 9,9 Cent in der alten Tüte. Und jetzt ein Kaffeepad in der neuen Tüte, 1,65 durch 16 macht 10,3 Cent. Keine Preissenkung also, sondern eine versteckte Preiserhöhung von 4%. Das ist Heinz. Damit alles aus ihm rauskommt, müsste man ihn auf den Kopf stellen. So aber wäre er schwer zu dosieren, heißt es. Und überhaupt, man hat beschlossen, ihn auszutauschen. Der neue Heinz, eine Kopfsteherflasche. Sie ist kleiner. Zum Vergleich, statt 250 Milliliter enthält die neue Flasche nur noch 220 Milliliter. Wirklich scharf aber ist an diesem Ketchup der Preis. Der alte und der neue. Obwohl weniger drin ist, ist der Preis gestiegen. Um gepfefferte 60%. Durchgefallen, meint das Publikum. Na dann, bis bald in diesem Theater. Vielleicht sollte man am besten gar keinen Ketchup mehr essen. Ja? Hierzu passt er sowieso nicht für Feind.